gesprochen mit dem Regierungspräsidenten und die Lana 2 machen wir doch mal mit dem. Ja, es war für uns natürlich für alle ein großer Schritt, dass es jetzt gelungen ist, mit Daimler gemeinsam eine Lösung zu finden, wie sich dieser Konzern, dieser Weltkonzern in Zukunft beim VfB beteiligen wird, an die VfB AG, wenn wir die Ausgliederung unter dem Vorbehalt, also dass die Ausgliederung auch am 1.6. klappt. Das war ein Riesenschritt für die Zukunft des Vereins. Es waren, wie gesagt, partnerschaftliche Verhandlungen. Natürlich ist es schwierig, weil Daimler natürlich ganz klar auch schauen muss, dass das, was man bezahlt, am Ende auch wirklich eine Wertigkeit hat, auch Vergleichen standhält, überhaupt keine Frage. Und so ein solider Konzern kann nicht hemdsärmelig irgendwas durchwinken, sondern es muss fundiert, strukturiert sein. Das haben wir getan. Und vor allem, glaube ich, haben wir auch geschafft, den Verein als Vorstand unabhängig von der Ausgliederung auf eine finanzielle Grundlage zu stellen, dass der Verein überlebensfähig ist, unabhängig, ob die Ausgliederung klappt oder nicht. Und das hat natürlich auch unsere Gespräche erleichtert, dass wir jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand stehen oder standen, sondern eben auch das aus einer gewissen Positionierung, Stärke wäre jetzt übertrieben, aber aus einer gewissen, das aus einer gewissen Stärke heraus machen konnten. Also zunächst mal behält der VfB, selbst wenn wir die anderen Anteile in 18, 19 auch verkauft haben, immer noch 75,1% der Anteile an der AG, der Verein. Damit wird der Verein nach einer Ausgliederung stärker sein als vorher, das mal zunächst mal. Und wenn jemand 75,1% hat, ist er Eigentümer und Mehrheitsaktionär einer Gesellschaft. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt. Daimler hat gar kein Interesse daran, ins operative Geschäft sich einzumischen. Wir haben einen Gesamtaufsichtsrat mit 9 Personen. Davon werden vom Ankerinvestor insgesamt 2 gestellt, sowohl als Investor als auch als Hauptsponsor, der Mercedes-Benz Bank ist, nach wie vor, auch in Zukunft bleiben wird. Also insofern hat man darüber noch einen gewissen Einfluss, aber der Verein wird bestimmt, oder die AG wird bestimmt vom Verein mehrheitlich. Und das Präsidium des Vereins wird auch in Zukunft natürlich am Ende eine Mehrheit haben im Aufsichtsrat, aber auch in den Aktien. Gegenfrage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ist der richtige Zeitpunkt, wenn man im Aufstiegskampf ist oder wenn man irgendwie aufgestiegen sein sollte, vielleicht im Abstiegskampf ist oder um einen Europa-Liga-Platz spielt? Wir müssen von dem Verein endlich mal wegkommen, von der Frage, was kurzfristig gerade läuft. Es geht hier um eine Entscheidung, die die nächsten Jahrzehnte des Vereinsgeschehens bestimmen wird. Und deswegen müssen wir es jetzt tun, aus 2 Gründen. Erstens, das, was ich gerade eben gesagt habe, ist, der ideale Zeitpunkt wird es nie geben. Der zweite Punkt ist auch, wir haben jetzt einen neuen TV-Vertrag, haben damit auch die Chance, in diese Liga der TV-Einnahmen heranzukommen. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht rankommen, wird der Abstand zu den anderen immer größer. Wir müssen also jetzt auch einen Rückstand aufholen. Wir sind im Rückstand, ganz klar. Und das Hauptargument ist aber für mich am Ende das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich wir brauchen das aus einer Position der Stärke und nicht erst dann, wenn vielleicht irgendwann wir wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Wir müssen jetzt schnell entscheiden. Und ich mache im Prinzip nichts anderes, als ich gesagt habe, schon seit ich Präsident bin. Wir müssen diese Entscheidung schnellstmöglich treffen. Und schnellstmöglich heißt 1.6.2017. Wir wussten von Anfang an, dass es ein enges Rennen wird. Das war immer klar. Und es bleibt auch ein enges Rennen bis zum Schluss. Ich bin natürlich zuversichtlich. Und zwar jetzt nicht nur, wenn man Montag gewonnen haben in Bielefeld, ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen eine starke Mannschaft, sondern vor allem, weil ich spüre, die Mannschaft will, das Trainerteam will, Sportvorstand, alle wollen. Und dieser Wille spürt man ja auch in Spielen, wo es mal sportlich nicht richtig rund läuft, dass man nochmal A, die Kraft hat, die Kondition hat, das ist auch wichtig, und die innere Einstellung hat zu sagen, das Spiel wollen wir jetzt gewinnen. Oder wie in München oder zu Hause gegen Dresden noch ein Spiel umdrehen, wo man im Rückstand liegt. Also hier glaube ich, wir waren auch in Bielefeld auch wieder im Rückstand, dieser Wille, den wir da in der Mannschaft haben, wird dazu führen, dass wir aufsteigen. Alles klar, herzlichen Dank. Ja.